Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute hier an einem ganz besonderen Ort, an dem wir heute aber nicht zu trauern haben, sondern wir haben heute ein Fest zu feiern und vor allem in Erinnerung zu schwelgen. Das ist heute das Allerwichtigste. Wir erleben heute sozusagen den Beginn eines Jochen-Rindt-Gedenkjahres, das mit dem heutigen Tag eingeleitet wird und bedingt durch die Corona-Krise auch ins nächste Jahr sich erstrecken wird. Vielleicht gut, dass wir länger etwas von diesen wunderbaren Menschen und von diesen wunderbaren Erfolgen, die wir immer jederzeit und immer genießen können, haben werden. Wir haben hier heute eine ganz besondere Runde an Menschen eingeladen. Ich freue mich ganz besonders, seine Tochter herzlich begrüßen zu können. Welcome, Natascha. Sein Stiefbruder, Dr. Eisleben, Halbbruder Dr. Eisleben, ist auch hierher gekommen. Ich freue mich, wenn wir dann ein bisschen miteinander plaudern können. Und dann selbstverständlich der Bürgermeister von Graz, Siegfried Nadel, Servus. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Und vor allem der alte Weggefährte und Spezi des Jochen, der Helmut Marko. Servus, Helmut. Wenn wir heute also hier sozusagen uns ein bisschen zurückerinnern, in kurzen, wenigen Worten, da kann man es in einem Satz sagen: Jochen Rindt ist, und das wage ich zu behaupten, weil ich ihn eigentlich seit seiner ganzen Erfolge und seit seiner Zeit in Graz miterleben durfte, er ist eigentlich unsterblich geworden. Denn wenn man nach 50 Jahren einen Menschen hat, der überall noch populär und bekannt ist, dann war das ein ganz besonderer Mensch. Und dieser Jochen Rindt, der Mainzer, der zum Grazer geworden ist, der zwar die deutsche Staatsbürgerschaft behalten hat, aber für Österreich gefahren ist mit einer österreichischen Rennlizenz, und niemand hätte je später daran gedacht, was, der hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Er ist ein Österreicher, ein Steirer, ein Grazer geworden. Und darauf sind wir eigentlich alle ganz besonders stolz. Im nächsten Jahr, um das nur einen kurzen Blick voraus, wird es eine große Ausstellung geben im Stadtmuseum. Es gibt viele Dinge, die im Laufe des Jochen-Rindt-Jahres passieren werden. Eine Straßenbahnhaltestelle, in Reininghaus wird ein Platz geschaffen und im Museum wird sehr viel gemacht werden, im Stadtmuseum. Das alles dann zum Teil im neuen Jahr. Jetzt aber, meine Damen und Herren, möchte ich ganz gerne unsere heutigen Ehrengäste bitten, dass wir ein bisschen plaudern. Zunächst einmal, wenn man so will, der Jüngste im Bunde jetzt, der aber auch den Jochen Rindt schon gekannt hat, ist unser Bürgermeister Siegfried Nagel. Was kannst du aus deiner Jugend noch in Erinnerung uns sagen vom Jochen Rindt? Einen wunderschönen Vormittag. Ich darf alle ganz, ganz herzlich begrüßen, im Besonderen die Tochter von Jochen Rindt. Herzlich willkommen, und ich darf auch bitten, die liebsten Grüße aus Graz ihrer Mutter zu bestellen, die heute leider nicht kommen konnte. Ebenso ein herzliches Willkommen dem Halbbruder, meine geschätzten Damen und Herren. Ja, es wurde schon gesagt, wenn eine Stadt, wenn ein Land, wenn so viele Menschen auch noch 50 Jahre nach deinem Tod, an deinem Todestag an dich denken, dann hast du Besonderes bewirkt. Viele Menschen haben ihn gekannt, sind Wegbegleiter, und ich denke, dass das auch heute für seine Tochter ein ganz besonderer Augenblick ist, wieder Menschen zu begegnen, die ihn persönlich gekannt haben. Ich war genau vor 50 Jahren an seinem Todestag 7,5 Jahre alt, und trotzdem weiß ich noch die Begeisterung, die der Papa ausgelöst hat in unserer Stadt, in unserem Land, durch seine Erfolge, ob es das 24-Stunden-Rennen von Le Mans war, ob es eben dann auch der Weltmeistertitel und die ersten Siege waren. Und selbstverständlich hat jeder auch mitbekommen in der Stadt, dass die Weltöffentlichkeit mit dabei war, als er hier zu Grabe getragen wurde vor rund 50 Jahren. In der Stadt Graz leben viele Menschen, die sich an ihn gut erinnern, die die Zeit miterlebt haben, gebeutelt nach zwei Weltkriegen, Wirtschaftskrisen. Da gab es junge Männer, Dr. Marko ist hier, Jochen Rindt, die
vielleicht ein ganz, ganz tolles Signal gesetzt haben, nämlich gesagt haben, nach all den schwierigen Jahren ist es Zeit für einen Neubeginn, für einen Aufbruch. Wir trauen uns was, wir zeigen der ganzen Welt, was wir können. Vielleicht passt auch heute diese Gedenk- und Erinnerungsfeier ganz gut in unsere heutige Zeit, in diese Zeit, wo der Coronavirus die ganze Welt plagt und viele Menschen nicht wissen, wie geht es weiter. Vielleicht braucht es Menschen wie Jochen Rindt, die wieder sagen, wir starten durch und wir zeigen, dass es eine gute Zukunft geben wird. Als Bub habe ich, wie gesagt, ein bisschen was vom Bildschirm schon mitbekommen und ich freue mich, dass wir jetzt einige Maßnahmen setzen dürfen zu Ehren Ihres Vaters. Es wird jetzt, weil es die nächsten Generationen gibt, die Jochen Rindt eben nicht gekannt haben, eine Straßenbahn geben, die wir extra branden. Wir haben lange darüber nachgedacht, was wir auf die Straßenbahn draufschreiben sollen. Herausgekommen ist Weltmeister, Weltenbürger und Popstar. Ja, er war ein Popstar, er war populär beim Volk und das ist er heute noch. Und wir haben damit alle Menschen, die in Graz leben und zu Besuch sind, uns auch entschieden, im April heurigen Jahres nicht nur eine Ausstellung zu machen, die wir aufs nächste Jahr verschoben haben, ab Mai im Stadtmuseum, sondern wir werden in einem neuen Stadtteil, der gerade entsteht, für 15.000 bis 20.000 Menschen in unserer Stadt den Hauptplatz dort nach ihrem Vater Jochen Rindt benennen, sodass auch die nächsten Generationen wissen, dass er ein ganz, ganz großer Grazer war. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Herr Landeshauptmann, du hast ja auch nicht nur den Aufstieg von Jochen Rindt miterlebt, sondern du hast etwas miterlebt, das wir, und das behaupte ich hier, weil ich auch da mit dabei war in der Berichterstattung, Jochen Rindt zu verdanken haben. Es war damals der Beginn der großen, des großen Wettlaufes eigentlich in Österreich. Wer baut die erste Rennstrecke? Und Jochen Rindt zu verdanken ist es, dass sie in die Steiermark gekommen ist. Und darauf kann man heute noch stolz sein. Kann man heute noch stolz sein, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen, einschließlich der Zuschauer, ich habe gehört, ORF3 ist dabei, also ich begrüße alle, die bewusst oder irrtümlich eingeschaltet haben. Wir sind sehr stolz, dass wir heute diesen Gedenktag begehen können und ich möchte eines vorausschicken, ich glaube, dass Jochen Rindt, er wäre 78, stolz, sehr stolz darauf wäre, würde er sehen, was aus dem Österreich-Ring, was aus dem Red Bull-Ring geworden ist. Und das verdanken wir, ich habe es oft gesagt und werde nicht müde es zu sagen, dem Didi Mateschitz mit Mithilfe von Helmut Marko. Das ist eine Rennstrecke, die bei allen Fahrern beliebt ist. Wir sind immer die Ersten, wenn abgestimmt wird, wo fühlt man sich ganz besonders wohl. Und gerade die Corona-Zeit, der Bürgermeister hat darauf hingewiesen, haben unsere Leute mutig genutzt. Ich erinnere mich, wie mich damals Dr. Marko angerufen hat, Mateschitz wäre bereit, ihr müsst halt schauen, dass wir das unter strengen, aber korrekten Bedingungen hinkriegen. Wir haben es hinbekommen, 4 Rennen, alles in allem eine Milliarde Zuschauer, die gesehen haben, wie schön dieser privilegierte Flecken Österreichs, die Steiermark ist. Eine großartige Sache. Jochen Rindt war unser Idol, war unser Held, war unser Vorbild. Ich war damals 18, ich habe gerade in der Jugendarbeit begonnen, wie wir dann die Nachricht gehört haben, am 5. September, dass er beim Training in Monza tödlich verunglückt ist, haben wir das nicht geglaubt, haben wir nicht gewusst, was da passiert ist. Er war auf dem Weg zum Weltmeistertitel, einer, der für Österreich fährt, Weltmeister, war ja unvorstellbar und da ist es dann auch geworden. Ich werde dieses Bild nie aus den Augen kriegen, wie die Mutter der Tochter, die heute unter uns ist, die Nina Rindt, den Pokal damals übernommen hat und ich erinnere mich auch gut, wie der alte Greiner, der nächstes Jahr 50 Jahre tot ist, beim Begräbnis gesagt hat, wir werden die Zielkurve am Ring Jochen-Rindt-Kurve nennen. Und ich bin schon gefragt worden, warum ist die Erinnerung hellwach, warum ist der nach wie vor so beliebt? Ich glaube, es ist
einerseits seine Menschlichkeit, seine persönliche Bescheidenheit. Und es ist natürlich seine Kampfeslust im Sport gewesen, die dazu geführt hat, dass er geworden ist, was er werden wollte, nämlich Weltmeister. Wann ist er Landeshauptmann am Zentralfriedhof? Abgesehen von heute, ja, wenn im Laufe des Jahres Menschen sterben, bei denen er dabei ist, beim Begräbnis. Aber am sichersten, am 1. November, mal Heiligen Tag, da bin ich mit dem Bürgermeister beim Internationalen Mahnmal, um hier die Gedenkfeier zu absolvieren. Und ich gehe jedes Mal am Grab von Jochen Rindt vorbei. Und das drückt mir eigentlich jedes Mal die Tränen raus. Die meisten Kerzen hier am Friedhof brennen beim Grab von Jochen Rindt. Und das ist mehr als Worte, die man sprechen könnte, der Hinweis darauf, dass er für uns unsterblich geworden ist. Und ich bin dem Bürgermeister dankbar, dass die Landeshauptstadt Graz und damit ja auch das Grüne Herz Österreichs, die Steiermark, ihm diese Straßenbahn widmen, neben dem Ehrengrab, dass es bekommt. Denn so einen wie ihn hatten wir nur einmal und können und werden wir nicht vergessen. Danke, Herr Landeshauptmann. Helmut, als guter Freund, wie habt ihr euch überhaupt befreundet, ihr beide, der Jochen und du, weil es verrückte Autofahrer wart, oder? Nein, das hat mit Moped begonnen. Wir waren ungefähr 15 und die Schule war eigentlich nicht das Primäre, sondern es war Skifahren, Mopedfahren und noch ein paar andere Aktivitäten. Und so hat sich das weiterentwickelt und nachdem wir in Badersee waren, kam ein Auto dazu. Ja, die Geschichten ist mehr, dass das mit und ohne Führerschein und dergleichen, aber es war erfolgreich. Und dann kam für mich der Weg als Studium. Der Jochen war aufgrund seiner Gewürzmühle in der Lage, finanziell sofort in den Rennsport einzusteigen. Und da komme ich, glaube ich, auf das zurück, warum der Jochen auch noch immer so in Erinnerung ist. Er hat das alles alleine geschafft. Da war keine Protektion, keine Autoindustrie, nichts. Er selbst, und man muss sich vorstellen, Graz war ein verschlafenes Provinzstädtchen. Herr Bürgermeister, damals waren Sie noch nicht an der Regierung, also kann ich das ruhig sagen. Und in die Höhle des Lebens nach England zu gehen, das war sowas von unvorstellbar, aber er hat keine Gegner gefunden in Europa, in Österreich. Und er hat gesagt, so, jetzt will ich es wissen, ist nach England gezogen und hat dort, wie wir alle wissen, unglaubliche Erfolge, zuerst in der Formel 2. Formel 1 hat es etwas länger gedauert, wo er teilweise mit unterlegenstem Material, mit wahnsinnig viel Risiko, trotzdem Erfolge eingefahren hat. Und das hat auch das Image von ihm geprägt. Aber er hat sich gewandelt. Er hat sich gewandelt von einem der risikoreichsten Fahrer zu einem Überlegenen, der dieses Risiko erkannt hat, der auch erkannt hat, welches Qualität oder was das Leben gibt. Qualitätsmerkmal ist und darum war auch dieser Tod für alle so unfassbar, weil wir glaubten, nachdem er diese wilden Jahre überstanden hat, dass er mehr oder minder unverletzlich ist und plötzlich diese Nachricht und ich glaube all diese Faktoren zusammen mit, wie der Landeshauptmann schon gesagt, diese Persönlichkeit und dieses Auftreten, ich meine, jeder weiß, sein Betzmantel. In ihn, Natascha, ich weiß nicht, ob sie heute die Lederjacke wieder anhat, nein, aber die Lederjacke mit den Franzen ist ja auch ein ganz ein großes Kriterium oder ein Zeichen von ihm. Und das waren alles so Merkmale und dann natürlich ein finnisches Model zu heiraten, das hat alles dazu gepasst und wir sind alle froh, dass es ihn gegeben hat. Wir sind schade, dass er nur so jung oder so jung sterben musste und sind nach wie vor stolz und ohne Jochen gäbe es den gesamten Motorsport in dieser Intensität, wie wir ihn in Österreich jetzt weltweit, ich würde nicht sagen dominieren, aber an vorderster Stelle mit dabei sind, verdanken wir alles Jochen. Helmut, eine Frage, die vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln einlädt, weil es ist ja heute kein Tag der Trauer, sondern der Freude über einen großen Grazer. Helmut, ihr beide wart ja verrückte Autofahrer, habt ihr euch selber auch duelliert, habt ihr private Autorennen veranstaltet? Gibt ja keine Strafe, ist alles verjährt. Klar, es ist nichts nur so zum Spaß. Es ist immer Wettbewerb gewesen. Immer, wer ist der Schnellere? Und
Stoppuhren war nicht so, sondern ganz klar, er war vorn. Und da, es gab den Red Bull Ring noch nicht, es gab sonst nichts, also musste man die öffentlichen Straßen hernehmen. Aber das waren andere Verhältnisse, kein Verkehr und dergleichen. Also lassen wir das Thema lieber weg. War trotzdem eine tolle Jugend. Helmut Marko, wie gesagt, auch einer der absoluten Wegbegleiter und Freunde des Jochen Ring. Ich möchte jetzt zu seiner Tochter kommen und erlaube mir, ihr ein paar Fragen zu stellen. Natascha, how is your remembering of your father? First of all, I'm very happy to be here. Sie freut sich, hier zu sein. Ich versuche auf Deutsch dann. Dann müssen Sie das nicht übersetzen. Wunderbar. Ja, leider habe ich keine Erinnerung rein. No memories. Ich war zu jung. Hat die Formel 1 für Sie heutzutage noch eine Bedeutung? Ja, sicher. Ich habe auch ein paar Jahre da für Sie gearbeitet. 10 Jahre, ja, zumeist. Und das war wirklich eine super Zeit in my life. Bewundern Sie heute die Erfolge Ihres Vaters? Ah, sicher, es ist unglaublich, was hier passiert heute. Und nach 50 Jahren, man kann das nicht denken, dass so viel Interest ist da noch. Hätten wir die Veranstaltung heute am Grazer Hauptplatz gemacht zu einer gewissen Nachmittagszeit, ich bin überzeugt, der Hauptplatz wäre voll gewesen. So eine Popularität hat Jochen heute noch. Aber wir wollten das eben schlicht in aller Stille hier am Beginn des Jochen Rindt Gedenkjahres machen. Wie oft waren Sie eigentlich in Graz? Oft? Nein, leider nicht. Es ist nicht so leicht, zu hier zu kommen. Und, aber ja, nicht so oft wie die letzten. Sie leben wo jetzt? Sie leben? In der Nähe von Genf. In der Nähe von Genf? Ja. Und ich war hier, wenn ich habe mit Formel 1 gearbeitet, und wenn wir nach Zeltweg fahren, bin ich immer hier gekommen. Hier, wirklich hier. In Genf mit Familie und Kinder? Ja. Wie viel? Zwei Kinder, zwei Töchter. Zwei Töchter. Da wird wahrscheinlich keine Rennfahrerin. Nein, Skifahrerin. Wunderbar. Aber sie mag Skifahren. Okay. Ja, Nina, schön, dass Sie, Natascha, schön, dass Sie hergekommen sind heute. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie nach Graz gekommen sind zum Beginn des Gedenkjahres an Ihren Vater. Und wir hoffen, dass wir Sie im nächsten Jahr dann auch wieder hier begrüßen können, wenn die großen Festivitäten stattfinden werden. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke. So, und jetzt kommen wir noch bitte. Herr Dr. Eisleben, meine erste Frage ist vielleicht eine auch etwas humorvolle Frage. Sind Sie überhaupt je mit dem Jochen mitgefahren in einem normalen Auto? Ja, einmal und das hat mir gereicht. Das habe ich mir gedacht, einmal und nicht wieder, gell? Ja, das war sein Simca, den hat er gerade bekommen gehabt, das war 1960. Wir waren in Schruns zusammen mit dem Großvater zum Urlaub. Und kurz bevor ich also wieder nach Hamburg zurückfahren musste, meine Ferien waren zu Ende, sagte er, komm, wir machen nochmal eine schnelle Spritze oder auf die Alpenstraße hoch. Und ich dachte mir nichts Besonderes dabei. Er war ja mit dem Großvater damals mit dem Simca von Graz nach Schruns gefahren. Ich dachte, wenn der Großvater dabei ist, dann benimmt er sich etwas, naja, zurückhaltender. Aber bei mir hat er irgendwie diesen Schalter umgedreht. Jedenfalls ist er also die Berge hochgefahren. Ich habe mich nur am Sitz festklammern müssen. Anschnallgurte gab es ja damals noch nicht. Es war schon ein eigenartiges Gefühl. Und zum Glück ging dann irgendwann mein Zug und er musste also zurück. Und ich habe einen Gedanken, wir haben uns sehr nett verabschiedet. Das war wirklich rührend. Und ich wollte sagen, Mensch, fahr doch nicht immer so schnell. Ich habe es mir verkniffen, weil das hätte keinen Sinn gehabt. Wie haben Sie eigentlich seine Karriere dann verfolgt? Ich habe, ja, man muss sich das so vorstellen, wenn man heute hat man Handy und Fernsehen und alles. Ich habe in Braunschweig damals studiert, als seine Karriere anfing. Und Fernsehen hatte man nicht, man kriegte ab und zu mal eine Zeitung, die hat man sich geholt oder wenn es einen interessierte. Und wir haben uns, wenn es hochkam, dreimal im Jahr schriftlich, haben wir korrespondiert. Aber das ist immer sehr nett und eigentlich immer ganz offen. Aber so seine Karriere habe ich im Grunde genommen ab und zu mal, wenn ich im Fernsehen was gesehen habe oder in der Zeitung gelesen habe, noch mitbekommen.
mehr gab es damals von der Informationstechnik nicht. Ne? Sagen Sie, und hat man in Ihrer persönlichen Heimat später dann auch den Namen Jochen Rindt immer wieder gebracht, oder ist das etwas, das auf uns Österreich geblieben ist? Also, um ehrlich zu sein, in Deutschland ist der Jochen nicht so bekannt. Er ist bekannt, aber wir haben einige Bekannten in unserem Freundeskreis, die sind also auch begeisterte Fans. Ich hatte das gar nicht gewusst, das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen. Aber so wie hier in Österreich und insbesondere in Graz ist es nicht. Er war halt in der Beziehung ein Österreicher. Ne? Genau. Und mit deutscher Staatsbürgerschaft, aber im Herzen ein Österreicher. Ja, auch. Ich bin ja halb Österreicher, insofern kann ich mit ihm da mitdenken. Was ist Ihre schönste Erinnerung an Jochen? Ach, wissen Sie, ich habe viele Erinnerungen an ihn. Wir sind ja ab dem Sommer mit 4,5 Jahren sind wir dann getrennt worden. Der Jochen war gerade 1,5 Jahre alt, dann hat mich mein Vater mit nach Hamburg genommen. Und dann haben wir uns erst 1951 in Graz wieder gesehen. Mein Großvater hatte mich eingeladen und wie man sagt, da mussten wir uns erst wieder beschnuppern, weil nach 8 Jahren, ich habe ihn gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt und ich war damals 12, er 9. Aber wir haben schnell zueinander gefunden und sind eigentlich, wenn man so will, gute Spielkameraden damals gewesen. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle noch zwei Namen nennen, die sehr viel in der Karriere des Jochen Rindt am Anfang gemacht haben. Das ist der leider zu früh verstorbene Oskar Vogel, der ja die ersten Autos ihm zur Verfügung gestellt hat, auch den Simca. Und da möchte ich noch an etwas erinnern, was viele nicht wissen, weil es mit der Formel 1 nichts zu tun gehabt hat. Aber sein letztes Rennen ist der Jochen Rindt in der Steiermark gefahren, aber nicht das Rennen am Österreichring, sondern das Rennen in Steins beim Steinzer Bergrennen. Da werden sich nicht mehr alle daran zurückerinnern, aber das war damals etwas ganz Besonderes. Der ÖMTC, der eigentlich STMSC, Steiermärkische Automobil- und Motorsportclub, wie er früher geheißen hat, mit dem Georg Lehrmeier, hat dieses Superrennen eigentlich veranstaltet, an dem dann 2 Jahre später auch Jackie Stewart teilnehmen wollte, aber nicht durfte, weil er keine Genehmigung zum Fahren bekommen hat. Daher haben wir dann gesagt, schau zu und komm zum Fußball, war ein großer Fußballfan und hat dann am GRK-Platz ein Spiel des GRK miterlebt, noch am alten GRK-Platz. Also das möchte ich auch an dieser Stelle noch sagen, persönliche Erinnerungen, wie gesagt, an ihn. Und jetzt noch ein letztes Mal zur lieben Natascha. Ich würde eines gerne wissen, wie geht es eigentlich Natascha, der Mama, die gerne gekommen wäre, aber momentan, glaube ich, wegen einer hoffentlich leichteren Operation im Spital ist. Danke, sie ist viel besser und ist jetzt seit ein paar Tagen zu Hause und hoffentlich wird es gut, ja, bald. Richten Sie ihr die besten Grüße von uns allen, die heute hier sind, aus und sagen Sie ihr, wir freuen uns, wenn sie nächstes Jahr herkommen kann. Ja, ich würde sagen, ja, danke schön. Vielen Dank, Natascha. So, meine Damen und Herren, das war eigentlich jetzt der offizielle Teil. Wir werden uns jetzt Richtung Straßenbahn bewegen und dort können dann die Fotografen auch die ersten Fotos machen. Und vorher aber noch, bevor wir hinausgehen, bitte ich noch die Ehrengäste, sich in das Buch der Stadt Graz einzutragen. Bitte schön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!